Komm, komm. Oh, Alter. Jetzt habe ich zweimal den Red Key schon. Ne, Prism, wir müssen da wieder. Fahrt. So, jetzt einmal, von wegen, dass nur eine Mine jedes Mal erwischt. Super. Code 4, Code 3. Keine Ahnung. Ich nehme mal an, wenn ich den richtigen habe, bleibt es ja eh drinnen. Okay, pass auf, machen wir einen Dreier. UX-Dreieck. Ah, da war es gerade. Gut, müsste falsch gewesen sein. Nein. Genau. X-Dreieck, Fastendreieck. Das war richtig. Was immer es war. Was mache ich da unten erst? Das. Ja, das waren die zwei, genau. You're not authorized in this area.
Noch mehr Keycards. Ah, wenn wir hier angefangen haben. Okay. Nein! D.U. verkrüppelt. D.U. verkrüppelt. Die. Verkrüppelt. Nö. Und was wäre die andere Variante gewesen? Verkrüppelt XR. Nö. Jetzt würde mich aber trotzdem noch interessieren, jetzt habe ich die ganze Zeit was anderes eingegeben. Ist das jetzt auch zu? Ja, das ist auch zu. Na gut, dann hätten wir ja noch eigentlich die 5. Nein. Die 5 scheidet völlig aus. Die 5 wäre dann 3. Möchte gern Dreieck D. Okay. Ich hätte nämlich gedacht, noch dieser Überbleibslosen. Oh, fuck! Arschloch! Hätte mal einer sagen können. Ja, da können wir nichts machen. Da können wir aber wirklich nichts machen. Wie soll es jetzt weitergehen? Mein, ach Gott, ja, weiß schon, aber... Oder ich glaub's zumindest noch zu wissen. Ich werde auf jeden Fall dann bald einmal aufhören. Erst, also... Was? Danke. Erstens, weil ich jetzt schon wieder lang genug gespielt habe. Und höchstwahrscheinlich mit der Folge werde ich auch aufhören. Weil, seid mal nicht böse, aber... Oder ihr merkt es ja selber, von wegen so tolle... Komme ich jetzt dann nicht voran, dass ich euch super tolles Spiel zeigen kann. Ja, schon, aber ich brauche einfach viel zu lang. Im Gegensatz zu anderen. Weil ich es gerade wieder erst für mich selber entdecke. So, jetzt komme ich ganz rauf. Und da war ja diese kleine Tür neben dem Fahrstuhl. Genau. Nee, das geht. Ja, da zeigt er mal eh ungefähr irgendwie was an. Genau. Das ist jetzt dieses, so muss ich zurück. Ob das funktioniert. Das ist schon komisch. Ja, funktioniert. Okay. Toll. I knew it. Ah.
Was? Nein! Schau, was soll die Scheiße? Er zeigt mir an, dass hier was zum Aufspringen ist und dann ist nichts. Ja, von mir aus. Okay, dann ist vielleicht das hintere... Kann man da zurück? Nicht so, okay. Also nochmal kurz. Oberstes, zweites... Wenn ich das richtig im Kopf hätte, jetzt, wenn es wahr ist. Na. So. Gut, bedeutet, wir müssen wieder alles runterfahren mit dem. So, dass wir hier hinkommen. Was? Das ist schon ganz blöd. Na doch, das ist so. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Der gehört dahin. Weil ich weiß nur irgendwie, wie wir das Spiel ganz am Anfang gespielt haben, bilde ich mir ein, wir haben einen Cheat gewusst, wie du ins, dass die Level skippen kannst. Nee, warte mal, das war Blödsinn. Ich muss... Mit mir wäre es gewesen. So. Das könnte schon gereicht haben. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Das war gerade falsch, weil da wäre es nämlich auch, da wäre es auch raufgegangen. Thank you.
Hier sind auf jeden Fall mehrere dort. Alter, mit Presse auch noch. Möchte mich halt eben nicht zerquetschen lassen, ne? Toll. Tja, ich nehme mal an, ich soll da rüber springen. Und ich weiß schon, man könnte das Licht aufdrehen, ja, aber es... Dadurch springe ich nicht besser. Okay, noch einmal. Sorry. Stinkerten Kasler waren das. Ja. Toll. So, sorry. Ach Gott. Gut, ich tippe mal stark drauf, dass da hinten auch wieder irgendwelche unnötigen Nubler drin sitzen, aber ich möchte trotzdem mal nachschauen, sofern wir da überhaupt was öffnen können. Ja, Blödsinn, von da sind wir gekommen. Okay, na toll, dann stellt sich jetzt hier die Frage. Steht das vielleicht auf dem Ding drauf? Nicht wirklich. AXR? Oder der DO-Krücke? Da sind wir da wieder, okay. Warte mal, das war jetzt die U-Krücke. Krücke XR. Okay, Jan, I've rescued Madine. Don't hang around, let's get out of here before any more troopers arrive. Sehr gut. Alter, dass ich das nochmal erleben darf. Hey, wir haben eine Mission geschafft. Boah. Ja, weiß jetzt nicht.
Ich muss mir es echt noch überlegen. Ich glaube, ich werde wirklich noch einen Teil aufnehmen. Ich weiß, mörderlanges Video, der eine oder andere, der wird es cool finden, der Rest verflucht, aber es wurscht, die Leute, die verfluchen, erstens haben schon abgedreht und zweitens, man kann ja vorspulen, wenn es ist. Gut, dann mache ich wieder eine Pause, es wird wahrscheinlich am nächsten Tag sein. Oh, ich habe schon Schelwe. Und ja, wir sehen uns dann wieder. So, da, jetzt geht's weiter und schauen wir uns mal an, worum es überhaupt geht in Mission 7. Also, jetzt da bin ich voll bereit, sage jetzt einmal, jetzt scheiß mal drauf, ist kein Quickie mehr. Nein, jetzt will ich schon, dass ich es durchspiele. Ich habe auch noch extra im Vorfeld, habe ich noch ein bisschen herumgeschaut zwischen der letzten Folge und dieser halt eben. Also, ich werde mich nicht hundertprozentig geirrt haben. Weil ich noch am Anfang gesagt habe, ja, wenn man das Spiel richtig gut kann, dann in 2,5 Stunden ist man durch. Ist theoretisch möglich, weil ich habe mal kurz geschaut, ein Speedrun dauert 20 Minuten oder 25 Minuten, hat das jemand angeblich zusammengebracht, die haben mir das Video nicht angeschaut. Und normalerweise heißt es im Internet, erstens einmal, weil mich interessiert hat, wie viele Missionen gibt es, gach bei dem Spiel 14, original wollten es 32 Missionen einbauen, aber sie haben es dann runter reduziert auf 14. Und man sagt, so zwischen 9 und 11 Stunden Spieldauer hat man halt eben. Ne? Je nachdem, wie man spielt. Aber es gibt genug Leute, die haben das Spiel schon in weit weniger geschafft. Also ich glaube, einer, der halbwegs schnell war, der hat es fast in 4 Stunden oder was zusammengebracht. Werde ich nicht zusammenbringen, allein mit meinem Gequassel. Aber wie gesagt, jetzt bin ich Feuer und Flamme und jetzt möchte ich es auch wieder mal durchspielen, weil es ist locker 20 Jahre her, dass ich es das letzte Mal gespielt habe und jetzt sind wir schon so weit, also ist ja wurscht. So, gut, in Mission 7, Kriegsmarine informs us that the leader of the Dark Trooper Project is a general named Rom Mack. You might remember him from your time with the Empire, the decorated soldier of the Clone Wars, bla 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 bla. Was müssen wir machen? Our next focus will be to find and destroy the robotic facility. Ah, okay, gut, also Fabrik zerstören. Passt. Dann hupfen wir mal rein. So, ich muss ein bisschen lauter stellen. Ja, ist bei mir schon ein bisschen wieder her, dass ich gespielt habe. Kriegen wenigstens Munition wieder, das ist schön. Na wo, es nicht deppert sei. Ah, da müsste man diese coole Waffe kriegen, die... Ich weiß nicht, wie die heißt. Okay, das war fast schon ein Han Solo-Moment. Das ist, wo am Anfang einer hinterherjagt und dann auf einmal... sie sind in der Überzahl. Wunderbar daneben geschossen. Ich weiß nicht, wie die heißt, diese Flächenkanone, wo es schießt, du hörst nur dieses Huau. Und dann halt eben unter dem Gegner kommt dann diese Druckwelle rauf. Die finde ich voll geil, die Waffe. Nein! Na, wo sind's jetzt? Da ist er. Toll. Jetzt sind die Kieben mit dem Ding. Mit die Molotov-Cocktails, wollte ich jetzt schon sagen, mit den Thermaldetonatoren. Die Boxer. Ja, wenn du zu knapp dran bist, dann werden sie auf einmal übermütig und fangen zum Boxen an. Na komm. Hallo. Ich habe auch welche, aber... Ah! Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich nicht erwischt. Was gibt's hier? Eine Lampe gibt's da. Ist der Ah, da ist was.
Geschichte. Au, wer war das? Arschloch. Warte mal, können wir da nicht eigentlich auf? Yellow Key. Das ist ein Kadaver. Okay, schauen wir einfach mal, was haben wir da? Batterien, das ist okay. Ah, Yellow Key. Und eine Mine, eh klar. Ja, die habe ich auch gern. Der Granatwerfer ist es. Das ist... Ist da nix? Okay. Das finde ich schade, da ist Rebellenzeichen und der Pfeil nach oben. Ne? Müsste mir normalerweise bedeuten, da ist irgendwo ne? irgendein Secret oder was. Da ist was. Und wir haben keine Ahnung, was das macht. Und bevor sich jemand fragt, wenn ich jetzt da drauf fahre, jetzt geht das zu. Also soweit war ich auch schon. Da ist nix. Ein Yellow Key. Ah. Gut, dass ich hinter der Kiste gestanden bin. Okay. Ach so, das. Jo, okay, gut, das macht Sinn. Nein. Ja. Ja, und wir haben ja auch welche, ne? Sache ist nur die, das wollte ich hier ausprobieren. Okay, das ist halt eben jetzt da von wegen... Genau, okay, also wenn es das mit der Zweit... mit dem Zweitschuss aktivierst... Ich weiß, ob ich muss. Dann ja, stellst du halt eben ein, dass die Leute das auf Kontakt halt eben reagiert und wenn es nur drauf drückst, normal, dann wird es innerhalb von ein paar Sekunden halt eben geht's in die Luft. So, aber das wundert mich jetzt. Ja. Arschloch. Ich meine, das, da werden wir wahrscheinlich nicht hin müssen. Ich mache es aber trotzdem. Oder ich probiere es zumindest. Das sind Sprungschaff. Ja, das ist genau gar nichts. Ja, Batterien, toll. Ah, Lebensenergie. Okay, gut. Ist wurscht, hoffen wir da runter. Okay, war keine gute Idee. Alter. Können wir gleich wieder nach oben hupfen dann. Sofern es möglich ist.
Pass auf, ich würde gerne schauen, dass ich da mal zurückkomme. So, da kommen wir dahin. Okay, noch einmal den ganzen Scheiß, weil ich möchte mal wirklich die Lebensenergie nochmal holen. Also das. Hier ist die Hilfekoffer. Gut, no, na, müssen wir ja nicht, oder? Doch, müssen wir, weil jetzt kommen wir nicht mehr mit. Ne, Blödsinn, Lebensenergie habe ich ja gar nicht gekriegt. Wow. Wow, toll. Ein Medikit. Gott, wer war das jetzt wieder? Alter! Schaut auch wieder so aus, es könnte da was sein. Ja, könnte. Ich sehe nicht. Wow, was. Ja, kommen wir da auch mal rauf? Wichser hat mich sowas von erwischt. Ja, toll. Ich hab dich gesehen. Okay, weißt du was, das Spielchen können wir auch spielen. Ah, das war Blödsinn. Mal wieder was zum Heilen, oder? Das ist relativ mau in letzter Zeit. Ich spreche eigentlich von Medipacks. Was? Ich bin voll? Oh ja, wirklich.
Ah, ja, genau, die Granatwerfer. Ja, aber was bringt mir der jetzt? Ist eine geile Waffe, ich liebe sie, aber in der Situation jetzt da. Okay, wir haben jetzt wenig, dann können wir gleich bei dem bleiben. Ja, okay, das hat nach Falle ausgeschaut. Sorry, wieder zurück. Hab's mir anders überlegt. Okay, das. Nein, was ist los? Hallo, wieder rauf. Wieder rauf. Da irgendwas vergessen, ist da irgendwo ein Schalter, den wir nicht gesehen haben. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Oh, warte mal, da können wir rüberhupfen, da oben. Da waren wir noch nicht. Da hinten ist ja auch nichts. Na. Uah. Ja, cooles Secret, aber. Hä? Also Secret, ja, du findest eine Kleinigkeit, aber sonst ist es da auch nichts. Vielleicht muss ich auch nur zur Tür gehen. Ja, okay. So einfach kann das Leben sein. Ah, sterile weiße Wände. Nee, bin ich nicht, weil ich bin ja Rebel-Scum. Der Kaugummi der Rebellen, Rebel-Scum. Alter! Scheiß Mine. Wie war das jetzt wieder? Da oben wieder einer rum? Gut, jetzt gehen wir mal zurück, weil eben da waren lauter Dinger, wo man. Okay. Noch aus, als wenn da was war. Nö. Auch nix. Da ist was.
gesagt, ein Erste-Hilfe-Koffer wäre mal nicht schlecht. Die ganze Munition, alles cool, alles leibernd. Alles cool. Ja, da kommen wir nicht drauf. So, warte mal, das war jetzt das. Da müssen wir in die andere Richtung auch noch gehen. Es gibt doch nicht überall eine Falle erst. Admiral Akbar hatte schon recht. It's a trap. Alles eine Trap. Spechtlerbüro. Ja. Danke. Gibt's da auch was? Den Arsch habe ich nicht gesehen. Naja, es ist aber auch nicht gerade so das überdrüber Lager, aber bitte. Wurscht, wir beschweren uns nicht. Yes, ich bin wieder mal auf 100 mit der Lebensenergie. Ernsthaft? Geh bitte. Oh! Star Wars Toilette, das ist, das war auch das erste Spiel, das sich das getraut hat, muss man ja auch sagen. Und das erinnert mich volle Wäsche an Krieg der Eispiraten, weil da hat sie wirklich eine, das war die erste außerirdische Toilette, die man im, wenn man so will, auf der Leinwand oder im Fernsehen mal gesehen hatte. Er hat mich erwartet. Auf der anderen Seite wäre es auch weitergegangen. Ich bin jetzt nur zurückgegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, wir können da jetzt was holen. Das habt ihr gut erkannt. What the fuck, wer war das jetzt schon wieder? Da unten. Hm. Nein, nicht da. Alter, ich hau mich da selbst hier. Das war jetzt... Warte. Keine Ahnung, wer oder was das war.
What? Alter, hörst jetzt wirklich jetzt reicht's langsam. Das geht mir schon auf die Eier. Hier, komm mal bitte. So, pass auf, hier geht es zwar weiter, aber ich habe ja da hinten noch die Ding gehabt, da die Laderampe oder was immer das war. Nee, da nicht. Nein, ich bring dich nicht um. Ja, das war das. Natürlich alles vermint, was das ist überhaupt. Man stelle sich das wirklich vor. Wurscht jetzt, welche Armee das ist oder welche Fraktion oder sonst irgendwas. Aber du baust eine Fabrik oder von mir aus lass es ein Ding sein. Lass es eine Kaserne sein oder whatever. Wo du irgendwo im Weg Minen platzierst. Weil es könnte ja mal wer vorbeikommen. Ich weiß, lass ich mal einreden, Erster Weltkrieg und sowas haben sie es wirklich gemacht mit den Stützpunkten, aber das haben sie meistens nur dann gemacht, von wegen, wenn sie die Stützpunkte aufgelassen haben oder sich zurückgezogen haben. Dann haben sie halt eben so Sprengfallen und sowas hingelegt, oder von mir ist Vietnamkrieg, wissen wir eh alles, mit den Sprengfallen. Da haben die aber gewusst, wo das ist und das war irgendwo nicht im Lager. Wer platziert im Lager Minen oder Sprengfallen, wo ihn jeder unabsichtlich draufsteigen könnte. So, warte mal, da ist. Ah, da brauchen wir einen blauen Schlüssel. Okay, gut. So viel dazu, das hätte man vorher auch machen können. So. Doch. Das ist immer richtig. Ja, das war die Spechtelorgie. Stop it!
Passt es? Das schaut aus halt eben wie die Endsequenz von Episode 4 halt eben. Das, wie lange er braucht, dass er dann den Todesstern aktivieren kann. Oder die Waffe abfeuern kann halt eben. Ja, hoffen wir mal, da oben ist keine. Irgendwie müssen wir wieder raufkommen, sonst. Aha! Da respawnen wieder irgendwelche Typen. Nee, auf die Toilette müssen wir nicht. So, schauen wir einfach, dass wir wieder zurückrennen. Nein! Zu früh abgebogen. So, 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 so. Ah, nein, 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 nicht. Blödsinn. Return to Game. Da haben wir so drinnen Weapon. Was? Packard Mortar Gun, okay. Ja, ist ein bisschen Overkill jetzt gerade gewesen. Ich hab mir gedacht, ich erwisch mehr. Beim nächsten Mal vielleicht. Der verdächtig. Eine einzige Kiste steht da mitten im Weg. Stinkt normalerweise nach einer Falle. Alter. Tracking device is secured. Picking up the signal. Looks like we're done here. Was hast du? Jetzt fertig? Ja, wirklich. Ach Gott, dann war das noch nicht, wo wir das kriegen. Das quer. Ich hätte schwören können, wir kriegen es da. Weil das haben dann diese Kopfgeldjäger, diese Echsenkopfgeldjäger, die haben das. I track the Smugglerschiff. Ein Smugglerschiff. Place free sequence charges. Nix. Aha. Okay, Sabotage. Oh, das Eislevel, wunderbar. Da müssen wir jetzt unbedingt schauen, dass wir die Treter kriegen, weil sonst kommen wir nicht weit. Wir sliden da durch die Gegend wie eine 1. So, wo kriegen wir die Treter hier? Of Solitude, ne? Das war schon was.
So, hier sehe ich nichts. Hier sind wir. Wow. So, wir sind voll. Haben wir überhaupt die Schuhe? Ist die Gasmaske? Ja, okay, nein, wir haben es noch nicht. Den blauen Schlüssel brauchen wir dazu. Wir könnten da reinhüpfen. Schon wieder irgendjemand geschossen. Ja, so noch, da wäre es noch weitergegangen. Ja. Wer war's? Ja. Arschloch. Da ist nix. Nö, nö. Also das, nein, das probieren wir nicht einmal ansatzweise darüber zu kommen. Zumindest, warte mal kurz. Wir sind na, da waren wir noch nicht. Ja, wen, dann will ich gern speichern. Schaut dir das an, wie... Ja, und das ist nur ein also Schild, das ist nicht einmal die Schuhe, die Spike-Schuhe sind das nicht einmal. Da kommen wir nicht drauf, da brauchen wir auch nicht probieren. Wir könnten halt eben da mal reinhupfen. Sind wir da? Das ist ja, jetzt sind wir drin. Das ist schon wurscht. Ja, nicht einmal weiter. Das ist das nächste. Das ist zwar lustig, was wir da herumhupfen, aber wir verlieren die ganze Zeit nur unsere Schilde. Wir fetzen was zusammen. Ja, theoretisch schon, aber es hilft nichts, was wir da machen bis jetzt. Darauf, dass da, dass ich wieder zusammengefetzt werde von so einem scheiß Geschützturm. Da ist noch einer.
Geh bitte, Alter, ich muss darüber hupfen, es hilft nichts. Da kommen wir auch nicht drauf. Er wird schon wieder geschossen. Alter, von wo ist der wieder hergekommen? Ist mich verarschen? Anfang war ja da nichts, ne? Das, ja, da sind wir von daher gekommen. Oh. Toll, das kann nur lustig werden. Bist du deppert? Was denn, da ist der Buntstift schon so weit ausgestanden. Meine Güte. Ja, wie, wo, was waren. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Schiss, weil... Okay, da oben fetzt einer, dort drüben, glaube ich, fetzt einer. Okay, da nicht. Alter, wie viele sind da drin? Muss ein Nest sein. Okay, ich hoffe, das war's. Okay, da ist nix. Yay. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, jetzt. Ist ja schön und gut, dass es dann ein Secret gibt, aber ja, toll, wetten, wir kommen irgendwo wieder raus. Ich kann den Scheißsprung nochmal machen. Ja. Ah, nein, 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 nein. Alter. Alter, bitte. Irgendwie in die Richtung geht das. Dankeschön. Worst level ever. Oh.
Warte nur drauf, dass da irgendwo wieder ein Ding ist. Ja, okay. Da war noch wer. Das würde ich vielleicht die nehmen, die Sch. Uah. Volle Pulle durch, Alter. Okay. Ja, ich hab's mitgekriegt. Einfach nur, wenn wir es zusammenfetzen können, ist gut. Ah, okay, dann schon. Weil ist schon wieder ein Müll-Ding. Okay, da geht nichts. Alter, what the f... Was ist los mit dem Spiel, Alter? Ich bleib hängen und dann werde ich zerquetscht von der depperten... So, jetzt bin okay, das verstehe ich, das ist ein Stampfer. Das wird nicht der einzige sein. Nee, bin ich nicht, ist mir aber auch gerade wurscht. So. Keine Ahnung, was ich da gedrückt habe. Aber es ist gedrückt. Ich hatte super Schild, wieso sagt man das keiner? Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das schon wieder. Dass das schon wieder ein Ding ist. Na,
Oh, Gasmaske haben wir. Schön. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Ding, eine Mine halt eben, die es da schon wieder ist. Okay, jetzt haben wir das stillgelegt, jetzt könnten wir da runterhupfen. Ah, okay, verstehe, dass man da die... Ah, oh, Gottes Willen, wo sind die? Ah, da. Dein Verwalter. All charges set. Good job. Let's blow this ice cube. Woman after my own heart. Nee, abort mission. Kommen wir da jetzt wieder raus? Großartig zum Auffrischen oder was habe ich nicht? Nein! Ja, Alter, was ich brauche, ist, dass ich noch mehr verliere erst. Toll, da kann jetzt jeder von überall kommen, der Geschissene, ne? Ja. Was? Wo geht was auf, Alter? Hier ist... Alter, es wird langsam paranoid. Krieg ich auch was zum Heilen? Das wäre mal nett. Und die Maske ist eh gerade abgerannt. Das Beste ist, ich kann mich nicht bewegen im Eis. Es geht nicht. Ich komme nicht weiter. Jetzt habe ich endlich die scheiß Schuhe. No power, ja, das ist mir auch klar. So. Falls er nochmal kommt. Immerhin, jetzt habe ich wenigstens ein... jetzt habe ich die Schuhe halt eben.
Und das war jetzt ein echter Dark Trooper mal. Schnell! Ich habe eh noch mehr 2 Leben hier. Mein Leben! Ja, wir haben ihm einen in die Fresse gehaut. Dafür haben wir auch ein Leben verloren. Must be getting the roots from the Empire somehow. This is the hub, you just that kind of activity. What you'll be looking for, Imperial navigational device or charts. In the heart, what you'll be looking for, heart of Nashara. So try not to stir up local bounty hunters. Ah, das könnte es jetzt sein. Ja, also ich soll... Ich soll quasi keinen Blödsinn machen, ne? Das ist immer leichter gesagt als getan. Beziehungsweise wenn man... Siehst, der hat mich einmal gesehen und ich bin schon. I need the yellow key. Where's the fucking yellow key? Ah. Da ist mein Schiffchen. Mehr ist doch nicht. Gut, da waren wir schon. Ja. Gut, wenn wir da runterfliegen, da hinten ist ein Schalter. Aber... Alter, das ist alles so lange her. Ich bin echt der ärgste Nuble in dem Spiel. Wo ist da jetzt ein Tier aufgegangen? Take me home. Okay. Wir hüpfen da mal runter. Ah, große Tür. Noch ran. Ja. Okay, da ist nichts. Ich kann es ja brauchen, wenn ich da runtergehe. Ah. Er ist der Schlüsselmeister, oder was? Dann bin ich der Torwächter. Aber mit dem vereine ich mich sicher nicht. Eine Schweineallergie. Also da könnten wir runterhüpfen.
der Kiwi. Gut. Kommen da noch welche nach? Das gibt's ja nicht. So gut, da gibt's ja nichts. Da ist er. Die Waffe habe ich gemeint. Die ist so cool. Nur halt eben nicht aus der Nähe. Darf man auch nicht. Ja. Ja, okay, gut, die Waffe hätte ich vielleicht auch mal wieder benutzen können. Die ganze Zeit zischen da irgendwelche Türen. Ich glaube, auf der anderen Seite wäre es ja auch nochmal weitergegangen. Alter! Sorry, es wird immer leiser, gell? Ich weiß auch nicht, warum das Mikrofon jetzt auf einmal da amoröse Gefühle gekriegt hat und bei mir fast im Schritt gelandet ist. Ja, super, wenn ich da raufstecke, dann fahren wir wieder rauf. Wieder geht irgendwo ein Tier auf. Die ganze Zeit hörst du. Der Klassiker. Das ist halt eben auch, muss ich zugeben, ein bisschen unfair mit den Minen, dass das nur so funktioniert. Also von wegen, dass du nur eine alleine immer zusammenschießen kannst. Thank you.
Wieder genau. Alter, triffst du ihn bitte irgendwann einmal? Geht das? So, aber ja, toll. Was haben wir da? Aus einer tollen Aussicht ins Nichts. Nö, der macht da gar nichts. Ich wette, ich werde da noch herkommen müssen, aber zurzeit macht das alles dann null Sinn. Da wäre es auch noch weitergegangen, genau. Theoretisch könnten wir da runterhupfen, weil da ist auch noch mal, da sind auch noch mal ein paar Türen. Ja, super. Ich liebe diese Waffe. Der Blucky. Wer war das? Ah, nochmal, wer hat da gefeuert? Die Sau war's. Das noch mehr helfen, wenn ich da reinschießen könnte. Nein. So, pass auf, wir sind hier. Da brauchen wir einen Schlüssel. Den haben wir nicht. Okay. Ah.
Ja, der war auch nicht so gescheit mehr, was ich da gemacht habe. Priester. Ich meine, die Dinge, man sieht ein bisschen mehr, das gebe ich zu, aber es bringt nicht so viel. Es bringt wirklich nicht so viel, plus halt eben, es wäre auch schön, wenn die Gegner weniger sehen würden. Wenn du eben mehr siehst als deine Gegner. Aber nein, na, deine Gegner sind sowieso perfekt. Perfect Vision. Was war das gerade? Was hilft mir das, dass ich da rauskomme? Ja, da müsste ich reinkommen. Ich meine, warte mal, einen blauen Schlüssel haben wir ja jetzt, glaube ich. Den haben wir jetzt gekriegt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann glaube ich, haben wir ihn gekriegt. Und wieder würde ich mich hier und da mal über einen Erste-Hilfe-Kasten freuen. Endlich wieder mal was zum Heilen. So, was ist da? Das schaut sehr interessant aus. Jetzt haben wir einen blauen Schlüssel. Dem Arschloch genau rein. Aber was hat das... Was hat das jetzt braucht, bitte? Damit... Alter, ich werd narrisch. Aber nicht im guten Sinne. Oh, warte mal. Nö. Nö. So dämlich bin nicht einmal ich. Und das heißt schon was. Da ist die Tür.
ist nicht einmal irgendwas drin, was? Das war nett. Eins nach dem anderen. Schauen wir mal kurz da rein. Gut, ich verstehe es gerade nicht, aber bitte. Fahren wir da runter. Das hat irgendwie ausgeschaut wie so eine Art Raucherdeck oder irgendwie sowas. So eine Raucherlounge, so. Ah, okay, das ist jetzt das, wo oben die Raucherlounge war, oder? Schaut so aus irgendwie. Genau, da war die Raucherlounge. Der steht genau bei der Mine, wirst mich verarschen. Na klar. So, ich glaube, das wird jetzt auch für die Aufnahme wieder gewesen sein. Einfach jetzt ist schon spät. Ah, ich glaube, jetzt sind wir jetzt nicht vom Jabba. Ja, gefangen genommen worden. Jabba der Hutt. Pizza Hut. Jabba, what have you done with Jan? If any harm comes to her, I'll personally shove my blaster down your slimy throat. Keldrache, okay. Das ist, da ist der Keldrache. I wish you were here too, Jabba. There's nothing like roast Kel Dragon. No mission briefing available.
Mission 10. Get your gear back. Locate the Nava Card Rescue Jan. Jay, natürlich. So, ganz kurz haue ich dem einen in die Fresse. Dass wir den einmal sehen. Da ist er! Ups. Weiß gar nicht mehr, wie das gegangen ist. Immer einen in die Fresse und zurück, glaube ich. Immerhin, da müsst ihr Eier haben. Heißt, so ein, weil er hat nichts, ihm bleibt nichts anderes übrig, gebe ich auch zu, aber das ist fast schon noch Chuck Norris Level. Haben wir nicht geschafft. Ja, okay, ich habe jetzt zwei Leben verbraucht, dass ich das zusammengebracht habe. Das werden wir hoffentlich das nächste Mal besser machen. Da müssen wir irgendwie raufkommen nachher. Ih, da ist schon wieder einer. Ach Gott, wie ist denn das gegangen? Wir können jetzt kurz noch schauen, wie das geht. Ansonsten, wie gesagt, beim nächsten Mal dann. Da müssen wir da auf der Seite hochspringen. Na, da kommen wir ja auch nicht drauf. Ich befürchte, wir müssen den zweiten auch K.O. schlagen. Ich meine, wobei, jetzt haben wir ja wenigstens ein paar Thermaldetonatoren. Gar nichts. Ja, das ist nicht runtergekommen, da ist nichts aufgegangen. Ich habe wunderbar die Dinger verschossen. Da ist auch nichts aufgegangen. Ich habe keine Ahnung. Oder geht das ganz kurz runter? Das kann auch sein. Das ist irrsinnig schnell. Gerade wieder mal nicht. Aha, jetzt wo wir zusammengeschlagen haben, funktioniert's. Interesting.
spiele erst weiter. Aber eigentlich so möchte ich gar nicht weiterspielen, weil ich habe jetzt 2 Leben verloren, nur wegen mit dem geschissenen Keildrachen. Mhm. Natürlich, ja, klar. Jojo. Achso, da passiert eh nichts. Und damit beenden wir das Ganze. Gut, ist wurscht, war jetzt nur Spaß, aber man sieht eh, wie lustig das ist, bis man da wieder mal halbwegs was bekommt. Gut, ja, also ich mache jetzt Pause, beziehungsweise halt eben, bei mir wird es morgen erst weitergehen. Für euch geht es sofort weiter. So, dann neue Aufnahme halt eben. Ja, das haben wir schon alles gesehen, von wegen diese, ja, Abduction oder halt eben, dass wir jetzt gefangen genommen worden sind vom Jabba. Ich hoffe, es ist die letzte Aufnahme. Hoffe ich wirklich irgendwie, dass ich jetzt die letzten 4 Missionen in dieser Aufnahme schaffen werde. Mal schauen. Und letztes Mal haben wir sehr spaßhalber, haben wir halt eben diesen Kampf gemacht gegen diese 2 Drachen. Das habe ich auch wieder vergessen. Ich hoffe nur, dass es dieses Mal besser rennt. Nicht nur das mit den Drachen halt eben, sondern auch überhaupt. Die letzte Aufnahme, ich weiß auch nicht, da teilweise so Bochen gespült und ich bin von einer Falle in die nächste getappt quasi, ne? Und das weiß auch nicht, ich meine, gut, liegen 20 Jahre dazwischen seit dem letzten Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, ja, aber trotzdem, es ist irgendwie, ich weiß schon, ich bin auch älter geworden, meine Reaktionen sind nicht mehr so gut wie früher und, aber trotzdem, es ist irgendwie komisch. So, erst dann schauen wir mal, was da halt funktioniert, was nicht. Fangt super an! Alter, du Kiebekind, du Geschissenes. Sorry für meine Aussprache, aber irgendwo... Es gibt sicherlich eine bessere Taktik als die ich mache, aber ich wüsste jetzt nicht. Cheaten war er natürlich am gescheißen. Super, ich bin gleich tot.
Darf ich mal fragen, wie viel der aushält? Ja, okay, ein Leben, das ich verliere, das war irgendwie klar. Es gibt ja hier nichts zum Finden, ne? Weil ich schaue jetzt nur kurz nach, ob es da irgendwas gibt. Nee. Ich meine, ist ja überhaupt ein Wunder, dass man überhaupt irgendwelche Schnappattacken von dem Kiebe aushalten. Okay, den Arsch haben wir. Jetzt würde ich gern speichern. Ja, ist alles andere gut. Die Ausgangsposition. Ja, da ist der Drache. Ich schaue jetzt noch mal kurz nach, was das bringt. Gar nichts. Also solange der Drache da drinnen ist, der schaltet man das immer wieder weg, oder was? Komm her. Ach Gott. Ich möchte extra nicht die Dinger verwenden, weil die Thermaldetonatoren brauchen wir nachher viel dringender als da jetzt. Ich dachte schon, der ist hier, oder? Yes! Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, aber es ist toll. So. Was? Jetzt ist gedrückt. Das Spiel macht, was es will. Also teilweise macht das Spiel, was es will. Yay, wir sind geheilt. So. Gut, wir haben jetzt Minen. 5 Thermaldetonatoren, 5 Minen. Lustigerweise, die machen mehr Schaden als der Drache. Na komm her. Na, Dankeschön. Und ich kann durch ihn durchrennen, das ist gut. Waren die nicht zu dritt? Ja. So, ich habe noch zwei. Alter, wo kommst du da her? Was soll die Scheiße? Na wirklich, Alter. Ja, toll, jetzt ist das Caps Lock wieder on.
Da, ich komme nicht rein, aber sie können rauskommen. Das ist so typisch unfaires Gameplay. Ja, da kann ich eh nicht durch. So, was ist... nee, da wollen wir noch gar nicht runter. Nee! Oh, toll, danke. Alt! Bitte! Du hupfst rund und wirst gleich voll niedergemetzelt, Alter. Ich hab nur mehr zwei Leben, was soll ich denn großartig machen? Jo, geh komm! Geh bitte! Jetzt komm, Alter, das Spiel leckt! Na, ohne Scheiß, es tut mir leid, aber leck mich am Arsch, Lukas Arzt. Was habt ihr da für einen Scheiß programmiert? Was? Wer? Wer ist jetzt schon wieder da? Toll, danke schön. Wenigstens mal was. Aber wo ist jetzt der eine Kiebe abgeblieben? Nicht wirklich. So, K.O. Ja. Ah, das soll mir... Okay. Ah, live. Ein Leben haben wir noch. Mein Gott, normalerweise hast du eh nicht mehr, aber es ist... Na, manchmal echt so unfair. Vielleicht bin ich auch zu blöd zum Spielen. Ist eine Möglichkeit. Ich glaub's zwar nicht, aber ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja, natürlich triffst mich. Was denn sonst? Alter, wo war das jetzt wieder? Hinter das Ding, ne? Da war er. Klar, natürlich erst. Bei mir... Da kann ja nichts funktionieren. Ich sehe nicht mehr da. Lächerlich. Lächerlich bis zum geht nicht mehr. Gut, wir haben hier eine Säule. Das heißt, da muss doch eine Mine dahinter sein, oder? Das ist das Erste, was du machst, wenn du das Schiff hast, das ganze Schiff verminen. Es könnte ja mal wer durchkommen. Na komm her. Ja, es geht nicht durch die Tür, wissen wir eh. Das wäre was ganz was Neues. Geschlecht, ich erst die Minen stehen beide nebeneinander, weißt? Und aber wird
die eine wird nicht durch die Druckwelle der anderen aktiviert. Wow, wie könnte das denn auch möglich sein? Also wie man sieht, ich bin gerade sowas vom in mein Element und ich finde das Spiel so affengeil. Es ist ein toll gemachtes Spiel, aber manche Sachen sind echt so unfair und unnötig. Was? Welchen Red Key schon wieder? Achso, wir müssen es jetzt. Und da finde ich es jetzt wieder lustig. Ich meine, es ist schon gut, dass wir hier und da halt eben so einen Erste-Hilfe-Koffer herumliegen haben, ja, so wie hier zum Beispiel. Aber jetzt kriegst du wieder teilweise nur Erste-Hilfe und keine Schilde mehr. Jetzt, wo die ganzen Dinger daherkommen, die ganzen geschissenen Minen. Das ist... Okay, gut, Nee, ich bin nicht zum Überleben geeignet in dem Spiel, das ist dieses... Ich weiß gar nicht, gibt es da hinten nicht noch einen? Irgendwo, wo wir nicht uns eh schon in die Luft gejagt haben, da... Wahnsinn, super! Ich hätte es wahrscheinlich aufheben sollen, ne? Weil ich habe ja nur 6 Lebenspunkte haben mir gefehlt, oder waren es 8, ich weiß jetzt nicht. Wir haben genug davon, deswegen. Da oben ist schon wieder einer. Keine Ahnung, ob wir da jetzt alle erwischt haben oder nicht. Sagen wir mal, wir haben alle erwischt. Nein, haben wir nicht. Da komm jetzt. Das ist langsam lächerlich. Ja, aber er schießt noch einmal. Natürlich, lasst ihn doch. Lasst ihn doch schießen. Hier ist der Arme. Bitte erst. Alter, bitte. Dieses unnötige Spiel, wirklich. Es hat so cool angefangen, das Spiel.
Dankeschön. Nach dem 20. Thermaldetonator habe ich es endlich geschafft, eine verwichste, unnötige Mine in die Luft zu jagen. Ist das nicht schön? Und wer war's? Wer war's? Was wollt ihr von mir? Ja, da wäre ein Leben. Toll, super. Das könnte ich auch dringendst gebrauchen. Wer schießt? Wer schießt? Ich habe 40 Lebensenergie. Wo soll ich denn noch hin? Ich weiß nicht, ob das von dort kommt, ob das von da kommt. Ich habe keine Ahnung. Von da schaut es jetzt nicht danach aus. Warte ja eh nur drauf, dass ich jetzt davon hin. Ja. Und das habe ich mir auch gedacht, dass da wieder eine geschissene, dreckige Mine ist. Okay. Da ist auch genau dahinter irgend so ein Raum. Bitte, Herst. Sie können ja. Welche Mine ist denn da aktiviert worden, bitte? Der kann da sein, der kann rechts sein, der kann links stehen. Ja, da oben sehe ich ihn schon wieder. Wie kommt man da hin? Meine, von der Seite komme ich jetzt eh nicht hin. Rüberspringen, das kannst du vergessen. Wie soll das funktionieren? Unten hätte ich es noch probieren können, dass ich vielleicht... No. Normalerweise ist es eh immer von wegen, dass du erst wenn du woanders hingehst oder die ganze Zeit schaust drauf, passiert nichts. Wenn ich da jetzt durchrenne, erstens mal hinten könnten wieder depperte Minen sein, ne? Weil das ist ja, weiß nicht, Java-Scheiße oder in der Mittagspause oder was. Und halt eben, wenn die mich sehen, dann fetzen sie mich von allen Seiten zahm. Mhm, ja, das habe ich mir auch noch gedacht gehabt, ja.
einmal da nach hinten fetzen. Okay, sonst gebe ich nichts. So, Mini-Arena mit dem Kiebe. Fühl haben wir nicht mehr. Okay, das ist schön. Das muss ich noch irgendwie kriegen. Muss ich unbedingt irgendwie kriegen, den Scheiß. So, auf das. Ja, okay, von da kommt man rauf, wenn. Und da fliegst du oben. Wieder mal so ein Stückele, wo man sich. Okay, gelber Schlüssel. Das heißt, ich muss da runter. What? Super. Ja. Nein, das ist Mörder. Weil das heißt, von wegen, ich muss da oben hupfen. Pass auf, ich würde es wirklich gerne nochmal versuchen, ob man das von unten irgendwie öffnen kann. Na, schaut nicht danach aus. Na, schaut auch nicht danach aus. Es geht sich nicht aus, dass du von da darüber hupfst. Ich meine, ich kann es mal probieren, aber ich glaube kaum, dass das funktioniert. Ich bin ja da mal zum Hupfen kommen, dass es so kurz ist. Na, das geht sich nicht aus. Da kommst du nicht hin. Letztes Leben. Ein bisschen was haben wir, aber das hilft mir bei dem Viech da unten auch nichts. Weil im Endeffekt. Wenn ich da runterhupfe und es ist Wasser, dann hast du es von wegen, da ist auch wieder so ein grindiges Viech drinnen. Geronimo. Ja, und er hat mich eh gebissen, das passt eh. Also, Spiel hat wieder seine Mission erfüllt, ne? Oh, endlich mal wieder was zum Heilen bekommen. Da ist schon her, wie ist das passiert? Für was mache ich mal die Mühe? Da ist eine. Ich hab's doch gewusst, dass da ist schon wieder geschissene Mine.
natürlich erwische ich mich selber mit der Waffe. Was ist sonst? Walkman oder sei schon wieder Minen. Ich versuche eh schon so vorsichtig wie möglich zu spielen. Ah, okay, das ist Sterne. Okay, ich denke mal schon gerade. Da, fuck. Ich glaube, das war schon wieder so ein Ding. Ja. Der zu nah steht. Ich meine, an sich, ich finde die Typen cool, ja. Aber gegen sie kämpfen geht mal ordentlich auf die Eier. Wahnsinn, wir sind einmal wieder auf 100. Stellt sich die Frage nur, wie lange. Ja, da haben wir das tolle Gemälde. Also Gemälde. Ja, okay, wenigstens mal ein Leben. Schaut mehr gegossen aus. Brauchen wir gerade gar nicht. Das ist eine Star Wars Kantine im Raumschiff, oder was? Ja, okay, den habe ich gesehen. Da ist gerade einer weggeschoben. Das heißt wahrscheinlich auch was, wenn du in der Bar extra Erste-Hilfe-Dinger da hast. Okay. Eine Nav-Card haben wir. Windiges, unnötiges Arschloch. Oh, ich bin voll. Kommt auch selten vor. Also schon, aber halt eben in dem Level ist es ein bisschen selten, finde ich, dass ich mit dem Molotov, mit den Thermaldetonatoren voll bin. Schauen wir da nur noch, was wir da noch haben. Okay, genau, gar nichts. Ups, sorry. Ich müsste. Nein, Return to Game, ich drücke immer das Falsche.
Gut, es wird da nichts angezeigt. Du kannst doch keine Automap finden, oder was? Ist wieder raufgeschossen oder wie soll man das fulten? Er wurscht. So, da liegt genug. Ja, nur wenn ich jetzt weitergehe, ich komme dann nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr zurück. Das heißt, ich müsste, wenn, müsste ich jetzt dann noch kurz überlegen, wie kommt man vielleicht da zu dem extra Leben dorthin. Ja, das war das. Ich jetzt aber schnell durchrennen für den Fall der Fälle, dass man vielleicht irgendwo eine Mine übersehen haben. Ja, genau, das war der Scheiß. Macht gerade alles keinen Sinn, was ich da anschaue. Nein. Wie könnte man da hinkommen? Da war das. Aber da oben sind wir ja auch noch nicht hinkommen, gell? Schon wieder! Da. Da, wie... Sind wir nicht da schon mal gewesen? Du kannst nur da durchgehen. Da ist die Öffnung. Da drinnen, das schaut alles so aus, als wenn du da nie hinkommen kannst. Aber nicht mal ansatzweise. Ich weiß, es ist nur ein Leben. Ich weiß es. Aber es ist mein Leben. Nicht hinkommt. Ja, das kannst du vergessen, weil da gehen wir jetzt rauf. Ja, okay, gut. Soll es nicht so sein. Dann machen wir es mit dem so.
müsste ich mal irgendwie so ein Ding anschauen, von wegen, hey, wie spielt man das Spiel durch? Und, oder beziehungsweise, wo findet man die ganzen Secrets? Ne? Was natürlich auch noch sein könnte, ist, dass jetzt durch Zufall am Ende gibt es eine Möglichkeit, wie du wieder runterkommst. Ne? Das war mal klar, dass das ein Secret ist, also oder eine extra Sektion, wo du was finden kannst. Das war mal sowas von klar. Weiter. Wie gesagt, aber der Drache steht ganz brav bei dem, ne, und tut ihm nichts. Best of Buddies. So, das soll das gewesen sein, wo wir am Anfang gewesen sind, wo sie uns runtergehauen haben. Jetzt hätte es nur noch gefehlt, dass da noch eine Mine war. Das hätte wirklich nur noch gefehlt. Ich wäre mal voll. Ganz ernsthaft, wegen ein paar Minen werde ich da jetzt nicht herumfetzen. Ja, von denen kriegen wir ja nichts. Na, da geht auf einmal kurz die Frame nicht runter. Natürlich erwischt's mich, was denn sonst? So, da unten ist ein Switch. Gut, wir wollen natürlich in das andere rein. Was? Alter, wir haben fast keine Muni mehr. Warum wollten wir da unten rein? Sagst du mir das? Thank you.
100.000 Minen kriegst, was? Du. Der ist noch da, Doktor, bitte. Ey, unser Schiff. Nö, kann man noch nicht. Das muss wieder ein perfekter Sprung werden, sonst. Yes! Okay, das ist die Jen. Gut, das bedeutet aber, wenn... Schon, oder? Ja, toll. Das ist einfach nur... Okay, so kommst du wieder zurück. Ich freue mich aber, wenn wir da hingehen. Ah. Oh. Jetzt weiß ich. Lebensenergie und sowas geht's uns gut. I thought I was done no for. No time for hugs. Let's get out of here. Gut. Also, wie gesagt, sorry, dass ich meine Kontinenz so oft verloren habe. Aber wirklich, ich glaube, wir wissen alle, Videospiele, Computerspiele, wurscht, Brettspiele, könnte manchmal sowas von aufs Nockerl gehen. Aber sowas von. Und so unfair sein und keine Ahnung was. So, wir haben einen Navcard gestohlen, bla bla bla, Mission. Martin, here's inside context has arranged a security code clearance that allow me to fly into the city and drop you off. Your target will be to Imperial Security Operation Building, bla bla bla. Locate the ISO Building, crack the main vault, meet me back at the ship. Super. Ich hab sie irgendwie vermisst. Wer feuert da? Achso, du bist das. Denk mal schon, das ist ein Druide. Da oben. Schurke. Ja, das sind die, okay. Ich
renn gerade von einem Soldaten zum nächsten. Oder von einem Fred zum nächsten. Ah! Ich meine, ich muss eh überall hin, das ist mir schon... Ah! So viel zu, ich hab sie vermisst. Nein, Alter, was mache ich immer mit den verfickten Minen? Man könnte sein, dass er irgendwann einmal rundherum geht und dass er dann hinter mir auftaucht. Das will ich natürlich verhindern, wenn es möglich ist. Terminator, wo ist er hier? Ja, genau, und ich renne auch noch rein. Ich hier nicht. Da ist er. Ja, ich versuch's. Ist er tot? Oder bin ich tot? Naja, er ist tot.